liebe Zuschauer, Tatort Pirna-Jessen, Spielwiese, der legendäre Hanewacke. Ja, ein paar engagierte Pirna-Jugendliche, die haben sich genau hier Großes vorgenommen, denn am 26. Januar soll auf dem 100 Meter langen Rodelberg der erste Pirna-Rodel-Wettkampf stattfinden. Die Jungs sind da und wie man sieht, sie sind extrem optimistisch, dass es noch klappt mit dem Schnee, denn sie haben ihre Schlitten mitgebracht. Ich stelle die Hauptprotagonisten des ersten Pirna-Rodel-Wettkampfs einmal vor. Das ist der Richard und der Nico von Chino Events. Auf der grünen Wiese mit einem Schlitten. Warum seid ihr sicher, dass es am 26. Januar anders aussehen wird? Ja, also wir haben in dem 100-jährigen Kalender nachgeguckt, ja, welcher oft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stimmt. Ja, und da stand einfach der Schneefall und da haben wir uns gedacht, da machen wir das einfach so. Ja. Richtig, also am 26. Januar 20 cm Neuschnee hier. Nico, warum ist es notwendig, dass es denn bis zum 26. Januar schneit? Sonst können wir unseren Rodelwettbewerb nicht durchführen. Also wir haben wirklich alles seit Herbstanfang an geplant, dass es wirklich an dem Tag schneit. Das ist natürlich schwierig zu im Vorhinein festzulegen, aber wir haben schon doch gedacht, dass das dann klappt an dem Tag. Was genau verbirgt sich denn hinter dem ersten Pirna-Rodel-Wettkampf? Die Idee ist mal wieder an so einem freien Tag entstanden. Einen Wettkampf geguckt und dann irgendwie überlegt, sowas mit Schlitten, das gibt's noch nicht. Und wir als Tino Events hatten uns dann halt gleich rangesetzt, die Ideen ausgetauscht, Konzept geschrieben. Genau. Also der erste Wettkampf, den wir so stattfinden lassen. Und wie wird's ablaufen, Richard? Kannst du uns das mal erklären? Zwei Schlitten sehen wir jetzt schon. Auf einen sitzt Robert, der wird uns gleich noch was zu der ganzen Veranstaltung erklären, aber du vielleicht jetzt erstmal zu dem Wettkampf. Also wie wird der erste Pirna-Rodel-Wettkampf ablaufen? Das Ganze startet 12 Uhr mit den Einzelwettkämpfen. Einzeln heißt zwei Schlitten nebeneinander? Richtig, genau. Ja, und es geht bis 16 Uhr. Und ab 19 Uhr findet dann unser großes Nachtrodeln statt, wo dann im abendlichen Flair vielleicht noch mit ein bisschen Licht... Nachtrodeln, ja, richtig verstanden. Nicht Nachtrodeln, ja. Nicht Nacktrodeln. Nachtrodeln, richtig. Stimmt, Nacktrodeln war in Altenberg dieses Jahr. Echt? Ja, okay. Wir machen aber keine Werbung für die Konkurrenz. Also, Nachtrodeln wird es auch gehen. Ja, Nachtrodeln, richtig. Okay. Ja. Wie muss ich mir den Rodelwettkampf vorstellen? Einzelstarter, Teamstarter, wer kann mitmachen? Es gibt zwei Bahnen. Also, sie fahren immer gegeneinander. Das ist, wie so ein Wettkampfcharakter hat. Und man kann sich als Gruppe, aber auch als Einzelperson bewerben. Bei den Gruppen kommt es auf die Gesamtzeit an. Also es kommt nicht darauf an, welche Zeit man wieder zum Hochlaufen braucht, sondern allein die Zeit zum Runterfahren wird genommen für die Gesamtwertung und die anschließende Siegerehrung. Siegerehrung klingt nach Preisen. Nico, da sind wir bei dir. Was wartet auf die Sieger? Das wollen wir so noch nicht verraten. Auf jeden Fall gibt es für alle Sieger Urkunden. Das ist klar, als Teilnahme halt. Und dann gibt es noch für die ersten drei Mannschaften, die die beste Zeit haben, noch einen extra Preis. Und der ist geheim. Spannung pur. Gehen wir zum Robert rüber. Robert vom Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Robert, welche Rolle werdet denn ihr spielen bei dem Pirna-Rodel-Wettkampf? Ja, wir haben die Anfrage von den engagierten Jugendlichen gekriegt und von dem Rodelwettkampf gehört und dachten uns natürlich, alles was irgendwie mit Sport und Pirna zu tun hat, da unterstützen wir natürlich gerne. Wir sind dabei vorrangig, um den Wettkampf mit Material und auch zur Wettkampfdurchführung einfach zu unterstützen. Wir werden ein paar Pavillons stellen, Start- und Zielbogen, uns auch ein bisschen um das leibliche Wohl kümmern, dass da sozusagen alles vorhanden ist, um dementsprechend dann gemeinsam mit Tino Events ja einen super Wettkampf durchzuführen. 100 Meter ist die Strecke lang, für Material ist gesorgt. Ich glaube, Schlitten sollte jeder mitbringen. Jetzt sagt ihr uns hoffentlich noch, wie man sich anmelden kann. Ganz genau, das ist nämlich extrem wichtig. Wir haben einen Flyer gestaltet, eigener Hersteller selbstverständlich. Und natürlich auch Plakate und da gibt es in der Innenseite ein Anmeldeformular. Dort kann man halt, wenn man als Team antritt, das heißt die normalen Staffeln, kann man einen Teamnamen sich ausdenken. Und dann gibt es zwei Altersklassen. Also wir haben einmal die normalen Schlittenteams, die jüngeren, also nicht Kinder, sondern wirklich die jüngeren Teams zwischen 10 und 14 Jahre. Und dann ab 14, das heißt dort geht es wirklich bis... oben Ende, also der 99-jährige Opi kann auch noch mitfahren, das ist gar kein Problem. Haben sich übrigens schon mehr Ältere angemeldet als Jüngere. Das ist das Verrückte. Genau, dann sollte man den Namen noch mit eintragen, Vornamen, Zunamen, die Adresse und zudem noch eine Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse. Das ist extrem wichtig. Wir wissen natürlich kaum, also wenn es schneit, müssen wir spontan reagieren und
die Leute sofort anschreiben, wenn es nicht stattfindet oder wenn es stattfindet. Also das ist sehr wichtig. Das heißt, man kann sich aber auch jederzeit informieren auf der Homepage von Tino Events. Da gibt es auch ein Anmeldeformular, das ist fertig und das kann man dort auch genauso wie das hier ist einfach eintippen und dann wird es automatisch an uns geschickt. Auch wenn wir es nicht glauben und hoffen, Richard, abschließende Frage, was passiert, wenn es keinen Schnee gibt? Wir haben einen Ausweichtermin, das ist das Wochenende, der Samstag, am Ende der Winterferien, am 16. Februar 2013, genau. Und wenn da auch kein Schnee liegt, können wir auf nächstes Jahr hoffen, vielleicht wird es da wieder stattfinden. Wir bleiben optimistisch, es sind ja noch ein paar Tage bis zum 26. Januar, liebe Zuschauer, dann wird es hier den ersten Birna-Rodel-Wettkampf geben. Sehen Sie, es regnet schon leicht, wenn das dann alles aus Schnee runterkommt, wird es hundertprozentig hier eine weiße Piste geben. Soll ich euch trotzdem anschieben? Ja, probier's mal.